völlig versunken ins Spielen. Auf der Messe Spiel in Essen wird das aktuelle Kinderspiel des Jahres ausprobiert. Während Familien gemeinsam testen, ob das etwas für den eigenen Wunschzettel ist, schauen andere noch weiter voraus. Die Jury Kinderspiel des Jahres ist auch hier. Tina Kraft sucht auf dieser Messe bereits den Sieger für das nächste Jahr. Die Vielfalt ist einfach da und so viele Spiele auf einmal hat man nie mehr. Essen ist natürlich einzigartig, weil hier nicht nur Verlage sind, sondern auch die Spieler selber. Und den gucke ich ja auch schon mal über die Schulter. Dann kriege ich sofort mit, was passiert. Und das kann einem keiner richtig erzählen, sondern das muss man erleben. Über 150 neue Spiele sichtet die Jury jedes Jahr und das ehrenamtlich. Auf Messen wie das Spiel wird alles angeschaut und natürlich selbst ausprobiert. Ping, Pang, Pong. Man sucht natürlich immer nach der Innovation, nach dem Neuen, nach dem Besonderen. Ist es das Material, was einen direkt überzeugt oder einfach eine ausgefallene Spielidee? Ich hoffe einfach, dass die Spiele mich überraschen und dass sie das hoffentlich auch bei den Kindern tun. Was für eine Art von Spiel das ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt einfach darauf an, dass es halt wirklich ein originelles, toll ausgestattetes, schönes Spiel ist, an dem Kinder lange Spaß haben. Ja, die Jungs, die freuen sich schon. Bis Ende März bringt der Paketbote der Jury immer weiter Spielenachschub. Der wird bei Sabine Koppelberg zu Hause schon sehnsüchtig erwartet. Die erste Probe startet in der Familie. Okay. Das ist viel einfacher. Erkenntnisse werden sofort mit den Jurykollegen per Internet ausgetauscht. Der wichtigste Test findet aber nebenan in der Kindertagesstätte statt. Es ist natürlich total wichtig zu wissen, wie gefällt den Kindern das Spiel, wie kommt es bei ihnen an. Und das kann ich nicht nur erfahren, wenn ich zu Hause mit meinem Mann das Spiel spiele oder nur mit meinem Kind. Da muss ich schon rausgehen und da gucken. Deshalb ist das Urteil der verschiedenen Testgruppen immens wichtig für mich. Der erste Eindruck, den ich vom Spiel habe, bestätigt sich meistens auch in der Gruppe. Aber es kommt natürlich auch vor, dass der eigene Favorit dann bei den verschiedenen Testgruppen irgendwie durchfällt. Ja, damit muss man leben. Jetzt wird es spannend. Die Jury trifft sich zur entscheidenden Klausursitzung. Hier fällt die Entscheidung, welche Spiele empfohlen und nominiert werden. Noch einmal kommen Material und Spielregeln auf den Prüfstand. Die Jury hat hohe Ansprüche. Mir ist immer ganz wichtig, dass ich auch die Eltern oder die Familie mit ins Boot hole. Also nicht nur die Kinder. Mit Kindern zu spielen, meine ich immer, ist das Einfachste auf der ganzen Welt. Kinder spielen immer und alles und gerne. Und ich muss die Eltern dazu holen. Und denen muss das Spiel genauso gefallen, damit sie auch immer wieder, wenn die Kinder spielen wollen, sagen, das machen wir. Dann ist es ein gutes Kinderspiel des Jahres. Am Ende wird abgestimmt. Es gibt drei Nominierte und eine Empfehlungsliste. Die endgültige Wahl zum Kinderspiel des Jahres findet aber erst einige Wochen später statt. Preisverleihung in Hamburg. Kinder präsentieren die drei Nominierten und enthüllen auch das Siegerspiel. Das Kinderspiel des Jahres. Riesenfreude bei den Autoren und Verlagen, denn die Auszeichnung bedeutet eine Vervielfachung der Auflage des Spieles. Der Medienandrang ist groß. Jurykoordinatorin Sabine Koppelberg nutzt dies, um für gute Kinderspiele zu werben. Und so ist das Spiel an diesem Tag in allen Medien präsent. Für die Mitglieder der Jury endet damit ein arbeitsreiches Spielejahr. Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt ist erstmal ein bisschen Pause. Jetzt habe ich auch mal die Gelegenheit, ein paar Erwachsenenspiele zu spielen. Und dann geht es ja im Herbst nahtlos weiter. Dann kommt wieder die große Flut und der Jahrgang geht aufs Neue los.